Moin, ihr Lappen. Ich komme gerade von einer 22,5 Kilometer Fahrradtour wieder. Ein Tag nach Weihnachten. Ich habe über die Feiertage so viel zugenommen. Ich bin jetzt auch ziemlich durchgefroren, muss ich sagen. Aber der Lüfter meines Rechners wird es gleich regeln. Ich mache weiter mit Outer Wilds. Outer Wilds. So, jetzt sitze ich, glaube ich, richtig. Weil mich das doch so ein bisschen gestern Abend, also wir haben es jetzt genau 12 Uhr mittags, gestern Abend doch so ein bisschen geflasht hat. Dahingehend, was will das Spiel von mir? Was will es? So, und das gilt es herauszufinden. So, ja, passt alles. Also jetzt hier der zweite Part, Outer Wilds. Expedition fortsetzen. Ich hoffe, dass ich jetzt auch wieder meinen Strichcode habe. Ich habe das Spiel noch mal ein bisschen leiser gemacht, weil mir gestern aufgefallen ist, oh, das ist doch ganz schön laut. Achso, aufwachen, Entschuldigung. Was soll das immer mit diesem Abschießen? Jo. Was hat der? Das ist ja eine Pilot nochmal. Bist du dir im Klaren, dass das Schiff eine Todesfalle ist? Du kannst von Glück reden, dass ich in der Zeitschleife stecke, ansonsten wäre ich schon sowas von tot. Die Geistermaterie bringt mich immer wieder um. Wenn du den Scout benutzen würdest, um sie aufzuspüren, würde das nicht passieren, du Idiot. Glaubst du, ich habe den nur gebaut, damit du hübsche Bilder von Bäumen machen kannst? Er hat zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Du weißt hoffentlich, dass er dir auch Licht spenden kann. Oder bei den Sternen. Bitte sag mir, du wusstest das. Ja, klar wusste ich das. Okay, also wir hauen jetzt nochmal ab. Ich ziehe den Anzug sofort an. Anschnallen. Wir starten. Könnten uns aber auch einfach mal auf dem Planeten weiter umgucken, ne? Weil hier war doch auch noch was. Fällt mir gerade so ein. Hier. R-Rollen, okay. Würde sagen, wir landen mal hier. Okay, abschneiden, gucken. Ich nehme den Schwerkraftanzug mit, weil hier ist ja so ein Krater. Ah. Okay, was macht der hier? Hey Küken, ich dachte, du fliegst heute diese Blechdose ins Weltall. Was machst du noch hier? Ich habe gesehen, wie etwas über dem Horizont abgestürzt ist und es hat mir gar nicht gefallen, was ich auf den Bildern von meinem kleinen Scout gesehen habe. Also dachte ich, ich komme selber her und sehe es mir an. Ist das ein Schwarzdornsamen? Glaubst du, sowas habe ich auf Holzkamin noch nie gesehen, also könntest du recht haben. Was es auch ist, es hat ziemlich schnell Wurzeln geschlagen. Das Ding gefällt mir nicht, Küken. Das sage ich ganz deutlich. Ich glaube, ich setze Mergel und Heil darauf an. Wir sollten uns so schnell wie möglich um diese Sache kümmern und niemand kann eine unerwünschte Pflanze schneller entfernen als die Baumhüter. Ich muss mir aber zuerst ansehen, was in den Samen steckt. Ohne zu wissen, was da drin ist, will ich niemanden losschicken, um eine Pflanze zu zerhacken, die vielleicht gefährlich sein könnte. Tuff kann mir helfen, den alten Scoutwerfer hierher zu schleppen. Die Öffnung ist ganz offensichtlich zu eng, als dass jemand durchpassen könnte. Und ich stecke nicht einfach meine Hand in so einen unangenehm aussehenden Samen, ohne irgendwas zu sehen. So kann man leicht einen Arm verlieren oder auch zwei. Ja gut, aber ich habe doch den Scouter.
drehen. Guckt euch das mal an. Da ist ein. Immer ein Stück weiter. Oh nein. Drücken, 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 drücken. Da. Kamera drehen. Da ist ein Dings drinne. Das hat mir irgendwie wehgetan. Mein Anzug war kaputt. Also hier drin ist irgendeine andere. Eine andere. Dimension. Aber da ist eine Tanne und ein Feuer. Alter, ich drücke die ganze Zeit rechte Maustaste. So, jetzt pass mal auf. Jetzt mal. Da. Da hinten. Da ist eine. Vom Flieg. So. Ja, nur da, wo er dann liegt. Da ist was. Das ist wie mein Startgebiet. Gucken wir uns das nochmal an. Ja. Bin ich dadurch gestorben? Ich bin so ein Trollo. Nicht wieder am Start. Erzählt ihr irgendwas Neues? Klang, Glückreden. Okay. So, jetzt will ich hier nochmal hoch. Aber nur um den Raumanzug zu haben. Mir fällt da nämlich gerade auch nochmal was ein. So. Scheiße. Na komm. So, das hatten wir nämlich doch auch gesehen. Als ich hier abgestürzt, also reingesprungen bin.
Das ist scheiße, ich wollte gar nicht mehr. Da. Ach, guck mal. Ich habe auch eine Karte. So, hör mal auf zu spritzen. Hier noch umgucken. Da gibt es noch einen Ausgang. Nee, ist auch wieder einer, der mich hierher pustet. Komm ich da rein? Und wie tiefer? Ja, das sieht aus wie ein neuer Weg. Da 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 da. Nach näherer Untersuchung hat sich das Abbauen an Stätte 2a als gefährlich für das einheimische Leben in einigen der Höhlentümpel herausgestellt. Daher müssen wir den Abbau leider auf eine andere Stätte verlegen. Kolois, aber immerhin neue Lebensform. Diese Spezies ist. Wie kann ich denn dann da runter scrollen? Achso, da, Text scrollen. Diese Spezies ist semiaquatisch und sehr widerstandsfähig. Das Ökosystem hier ist ziemlich robust. Also glaube ich, dass es sich auf lange Sicht gut entwickeln wird. Seid vorsichtig in der Nähe der Tümpel. Achso, 3. Wenn ihr sie in 2a besuchen wollt. Übersetze Nomai-Schrift. Einmal beobachtete ich sie während einer Pause und die Stunden sind im Nu verflogen. Sie sind faszinierend. Ich frage mich, wozu ihr viertes Auge gut ist. Es gibt ein paar andere Höhlenfundstätte, die vielversprechend aussehen. Was ist mit Stätte 2b? Sie besitzt ähnliche Formationen. Oh, Neo, das klingt vielversprechend. Wirst du mit deinem Mentor Nachforschung anstellen, wenn sich die Abbaustätte 2b für diese einheimische Spezies als sicher erweist? Werden wir unsere Arbeit dorthin verlagern? Stätte 2b ist sicher. Kolois sagt, wir werden weiterhin unsere Aktivitäten und ihre Auswirkungen auf das Leben hier überwachen. Da war noch was. Ich erinnere mich an eine unterirdische Spezies, von der meine Mentorin Melorei mir einmal erzählte, aus der Zeit, als unser Clan noch durch dieses Universum gereist ist. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Lebensform, dass sie diese Lebensform sehr gemocht hätte. Nein, 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 ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will runter.
bin ich denn jetzt? Baustätte 2B. Hä? Ohne Scheiß, was geht denn hier ab? Ich muss mal kurz Nase putzen, entschuldigt. So. Näschen ist gepudert, weiter geht's. Okay, also richtig. Ich werde runtergezogen. Richtig cool, was ich hier entdecke. Ah, da geht's rein. Dann machen wir doch das jetzt mal. Jetzt lauf hier Schwerkraft. Komm schon. Ich komme da nicht hoch. Jetzt. Keine Ahnung. Ich bin noch immer fasziniert davon, wie viel Erz das Projekt Zwillingsachse verschlingt. Ist das nicht das Erz, das für den Bau der übrigen Türme auf Zwillingsachse gebraucht wird? Ich habe gesehen, wie riesig die fertiggestellten Türme sind. Oh nein, das Material für die Türme wird alleine auf Zwillingsachse gewonnen. Das Erz, das wir hier abbauen, wird zur Herstellung einer immens dicken Schutzhülle verwendet, die die Kammer im Kern von Zwillingsachse physisch abschirmen soll. Ich bin erleichtert, dass sich der Clan entschieden hat, die Erze von Holzkamin ausschließlich für den Bau der Hülle zu verwenden. Wenn sich das Leben auf diesem Planeten bis zur fortgeschrittenen Metallurgie entwickeln sollte, bin ich zuversichtlich, dass wir ihnen nicht die Möglichkeit genommen haben, selbst Großartiges zu erschaffen. Also das waren Leute, die waren schon da, bevor meine Spezies hier war. Wenn alle Eingänge komplett versiegelt werden, will ich aber niemanden danach meckern hören. Kolois, hattest du es Lehrlingen nicht verboten, solche schlechten Scherze zu machen? Wie soll er denn sonst besser werden? Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Das sage ich ja die ganze Zeit. Oh. Jetzt habe ich das aufgehoben. Ja, setzen wir mal hier ein. Hört ihr das? Je nachdem, wie ich mich umgucke. Da sind zwei. Wenn ich so... Ich habe keine Ahnung. Hab Dank für die letzte Lieferung, Oneo. Damit sollten wir alle Materialien haben, die wir für das Projekt Zwillingsachse benötigen. Das sind aufregende Nachrichten. Kann ich mit einem zusätzlichen Satz Augen bei der Überprüfung helfen? Konkret ausgedrückt mit meinem Auge. Sobald meine Arbeit hier vollendet ist, würde ich unheimlich gerne helfen. Wir wären dir dankbar, wenn du das tun würdest. Je mehr Augen nachsehen, desto eher finden wir auch
die kleinsten Fehler oder Undichtigkeiten in der Schutzhülle des Projekts Zwillingsachse, die eine Katastrophe verursachen könnte. Hier drüben ist noch was. Sobald wir mit der Hülle fertig sind, die die zentrale Kammer versiegelt, werden wir sicherstellen, dass es keine physischen Öffnungen mehr gibt. Rami und ich werden das Innere und dann das Äußere auf Risse untersuchen. Unsere letzte Sicherheitsprüfung. Okay, Leute, was ist hier? Da ist nichts, also nur unterschiedliche Kammern. Ich check's nicht. Ich checke nicht, was das Spiel von mir will. Das hier ist aber anscheinend falsch, weil das war nur zum Lesen. Das nicht irgendwo einsetzen. Ich wollte gerade fragen, was ist denn? Alter Leute. Hier pustet noch mal so einer so. Okay. So. Ja, Leiche. Hier bin ich reingekommen, ne? Würde ich mich gerne. Ne, da oben war ich ja schon. Da gab es noch die Möglichkeit nach unten. Dann nutze ich jetzt doch nochmal den Transportstrahl. Oder wie auch immer das denn heißt. Da hinten. Ich finde das super spooky. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel hier von mir will. Kann ich auch irgendwie nach unten? Ja, geht nicht. Wenn ich hier. Ne, es geht nicht. Okay. Okay, hier ist das mit dem Wasser. Wo ich abgeschmiert bin. Nein, 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 nein. Okay. Dann gehe ich wieder raus. Mal hier. Aha. Kein Treibstoff mehr. Verwende Sauerstoff für Antrieb. Wie? Ah. Nochmal so ein Stück weiter nach.
Okay, hab's geschafft. Kann nicht mehr fliegen. Karte aufholen. Okay, das bringt nichts. Also irgendwas ist mit den Zwillingstürmen. Das ist dieser eine Planet, der kann man ja wahrscheinlich auch sehen. Sanduhrzwillinge da. Reden wir von den Zwillingen, ja, Zwillingsachse. Und irgendwas hat das Ding zu tun mit dem hier auf dem Planeten. Sieht man richtig, da, dass da einer sitzt. Mein Schiff 200 Meter da entfernt. Treibstoff aufgebraucht, verwende Sauerstoff für Antrieb, aber geht ja nicht. Schneller. Okay, das ist meine Station. Ich hoffe, ich kann den aufladen, den Anzug im Raumschiff. Aber ich bin jetzt hier oben wieder beim Observatorium. Vielleicht passiert hier jetzt mal was. Schau dir das an, die Statue hat ihre Augen geöffnet. Ich wette, das hättest du gerne gesehen, hä? Ich auch. Ich bin keinen Schritt vorangekommen auf der Suche nach Erklärungen, was mit der Statue los ist. Gibt es noch was, was du benötigst? Danke, pass auf dich auf. Was hat der hier? Ich habe gerade nach dir gesucht. Schau, 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 das musst du dir ansehen. Die Augen sind offen. Kannst du mir bei der Übersetzung der neuen Sprache helfen, die ich gefunden habe? Da niemand dabei war, sind wir nicht sicher, warum sie sich geöffnet haben. Aber das sind unglaubliche Neuigkeiten. Sollte das jemand Gabro erzählen oder vielleicht Ribbeck? Oh, bei den Sternen, das ist so aufregend, dass mir der Bauch wehtut. Was ist denn die neue Schrift? Ja, der Mond fliegt wieder. Ja, aber wo ist denn die neue Schrift? Das ist ja. Hätte ich das Teil mitbringen sollen? Scheiße. Das hätte ich wahrscheinlich mitbringen sollen. Funktioniert. Hier nicht hin. Lunchtower. Das ist natürlich jetzt öde. So wie das hier unten halt. So sieht das in dem Inneren von dem schwarzen Kern aus. Scheiße, nur. Das war ein bisschen dumm, ne?
Schießt auch immer in eine andere Richtung. Guck mal, ob der was Neues erzählt. Todesfalle, Geister mit. Nein. Ja. Kann auch anstellen. Zeit während Gesprächen anhalten? Nee. Schiffslock. Projekt Zwill. Alter, was? Gerüchteeintrag ansehen. Zentrale Kammer im Inneren von Zwillingsachse wurde mit einer extrem dicken Schutzhülle versiegelt. Die Nomai bauten Erz von diesen Städten ab, um eine schützende Hülle um die zentrale Kammer im Inneren von Zwillingsachse herzustellen, diese komplett abschirmen soll, nachdem die Hülle fertiggestellt. Okay, warte, stopp mal. Also alles, was ich erlebe, wird hier gesammelt. Ich habe gehört, dass es irgendwo auf dem Abraumfelsen Nomai-Ruinen geben. Ergibt. Niemand weiß, was sie sind oder warum sie gebaut wurden. Die Nomai-Schriften im Observatorium handeln auf. Okay, warte, 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 warte. Okay. Schwarzsturm-Samen. Ein Samen vom Schwarzsturm ist hier abgestürzt und hat bereits Wurzeln geschlagen. Tick-Tit will mit einem Scoutwerfer nachsehen, was sich darin befindet. Ich habe meinen kleinen Scout in den Samen geschickt. Irgendwie ist der Samen innen viel größer. Ja, gut, da war aber doch. Wenn ich meinen Scout in den Samen schicke, der auf Holzkamin abgestürzt ist, landet er auf einem viel größeren Ort voller Nebel und dornigen Ranken. Fliegen jetzt nochmal. Aber wir fliegen nochmal zu der. Moment. Hier ist der Schwarzdorn abgebrochen, ne? Ja. Schwarzdornsamen abgestürzt. Moment, hier ist das. Hier ist das. Hier landen wir. Runter, runter, runter. Da landen wir. Alter, Profi. Komm hier rein. Ich will jetzt dieses Teil. Nase juckt, Nase juckt. Okay, ich hole jetzt dieses Teil und bring das. Oh nein, 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 nein. Ha! So wollte ich das alles beim ersten Mal machen. Hier steht jetzt was ganz Neues, oder? Was ist, wenn ich den mitnehme? Und das will ich auch mitnehmen. Kann ich das hier irgendwie? Codex passt nicht. Okay. Will ich das hier nochmal hinpacken? Nehmen wir den Kodex mit. Warte, ich habe einen Kodex. Ja, das bringt nichts. Ich glaube, ich nehme erstmal den Kodex mit. Aber.
Doch, kann ich dir mitnehmen. Jetzt raus. Das kann ich ja beide mitnehmen. Dann bringe ich das Ding zu meinen Leuten. Hier nirgendwo ablegen. Hammer. Ich habe ihn in der Hand. Okay, alles gut. Jetzt bringen wir das in die Kammer. Nein, 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 nein. Cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben. Nein, nicht. Da ist der geheime Eingang. Warum finde ich denn nichts? Oh, da gibt es noch eine coole Hütte. Da. Nee. Hä, bin ich jetzt vollkommen blöd? Da ist der Schwarzdorn. Ist ja witzig, dass sie es geschafft haben, diese kleinen Planeten... so als eigenständige Level zu machen. Da. Achso, C. Okay, das ist Opsi wird. Opso, Opsi, Opsi, Hapsa. Kann ich ihn da ein bisschen abkürzen, dass ich den ganzen Scheiß weglaufen muss. Keine Ahnung, ob das jetzt Sinn macht, was ich mache. Statue hat die Augen geöffnet. Feldspat zählt zu den vier. Komm, das. Hier, guck doch mal. Die Augen geöffnet, das ist genau der gleiche Scheiß. Kann ich hier mit irgendwas anfangen? Sie auch nirgendwo hinlegen. Hat doch Codex fallen lassen. Observatorium. Mann, ich habe gedacht, das ist jetzt irgendwas Cooles und das ist sicher voll schlau von mir, das mitzunehmen. Ich muss nur den Codex fallen lassen. Ich lasse ihn jetzt hier.
Das wäre jetzt einfach, mich einfach umzubringen, ne? Nein, das mache ich nicht. Ich lebe noch. Flower. Vielleicht, wenn ich den Anzug abgebe, vielleicht wird er dann heile gemacht. Wieder ange. Nee. Brauche ich trotzdem erstmal nicht. So, wir fliegen jetzt nochmal zu einem Ort hier. Erstmal diesen Planeten erkunden, bevor ich irgendwas weiter im All mache, oder? Was? Ja, was war das? Stopp. Ja, warum hebe ich den ab? Ich will keine. Oh nein. Jetzt. Oh. Irgendwie bin ich manchmal Schiff zur Reparatur verlassen, Steuerbord beschädigt. Ja, das merkt man gar nicht. Hier ist das mit dem Opsi-Bopsi. Das suche ich nicht. Nee, ich will nur mach mit Anzug. Wesen. Im alten Wald. The Quiet Chase. Schattenkalt. Ins Dunkle halt. Auf Lichtung galt. Ah, hier. Das ist auch schon wieder. Schwarzer Stein. Halt. Da ist er. Weg ist er. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Die Karte aufrufe. Kann ich nicht. Ah, da dieses lilane Verfolger. Ja, kein Plan. Da ist das lilane. Daher.
Willst du wissen, was das Lilan ist, was da mal weggeschossen wird? Stehen. Flugbahnausrichtung Rückkehr in das Sternsystem. Mach ich doch. Ich will da hinterher. Ich komm da nicht hinterher, ne? Und ich bin so schnell. Wollen wir uns die Sonne angucken, oder was? Ich will mir die Sonne noch gar nicht angucken. Ich will nicht in der Sonne krepieren. Ist da was? Warum denn nicht? Pilot beendet. Rein da. Was soll schon passieren? Mann, ja, ich verrecke. Ich musste es versuchen, oder? Ja, nicht viel erlebt, ne? Sonne. Ist das halt in die Richtung? Da komme ich ja eh nicht hin. Hat mir noch was zu erzählen? Nee. Verdammte Axt. Moment, ich muss mal kurz gucken. Meld mich gleich wieder. So, bin zurück. Ich glaube, ich mache auf jeden Fall die Stunde wieder voll. Ich habe gerade geguckt, 48 Minuten. Oh, Anzug an. Jetzt müssen wir einfach noch mal zum Wasser. Und reden nochmal mit dem Grabo, oder wie der heißt. Hier haben wir uns jetzt alles angeguckt, oder? Schwarzdorn? Nein, da war noch so eine Hütte. Da wollte ich noch hin. Da. Flugdüsen an. Noch ein bisschen. Bin zu voll zum Laufen. So. Aufgrund von Brandschaden geschlossen. Der alte Funkturm ist zwar ein wichtiges Wahrzeichen, aber leider dank eines nicht genehmigen Flugtests einer extrem leistungsstarken Modellrakete derzeit geschlossen. Wir hoffen, den Funkturm in Zukunft reparieren zu können, aber aktuell konzentrieren sich unsere Baumaßnahmen auf die geplante Museumserweiterung des Observatoriums. Ich bitte aufrichtig um Entschuldigung, außer bei Schiefer und Glimmer. Hornfels Museum, okay, das war's schon. Ha. Auch nichts machen. Unidentifiziertes Signal in der Nähe.
Signal identifiziert, Funkturm. Weltraumsatellit. Was mache ich jetzt? Was mache ich damit? Ich kann ja nichts. Ich kann ja nichts drücken. Jetzt kommt das Signal wieder zusammen und Ende. Ich verstehe nicht. Bin anscheinend ein bisschen dumm. Aber ich glaube, das will das Spiel auch, oder? Hoffe ich jedenfalls. Will das Spiel, dass ich dumm bin? Aber jetzt haben wir wirklich uns alles angeguckt, ne? Wir waren da in diesem Schwarzdorn-Gedöns, wir waren... Ja, komm. Wir gehen jetzt zu... Da ist der Planet. Untiefen der Riese. Der Riesen. Entschuldigung. Stopp. Stopp, 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 stopp. Wieder hoch, wieder hoch. Oh, verdammt. Wieder hoch, wieder hoch. Dieses Teil, was immer was abschießt. Wo ist es? Da. Ja gut, das ist deine Umlaufbahn. Kann ich denn da jetzt nicht ran? Geschwindigkeit anpassen. Mach ich Uno. Geschwindigkeit angepasst. Muss ich jetzt durch den Planeten durchfliegen? So. Nein, ich werde schon wieder angezogen. Alter. Zieh, 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 zieh. Ich komme da nicht raus. Schiff haut ab. Ist okay. Keine Ahnung, was hier abgeht.
sind Tiere drin. Nochmal. Dreh, dreh, dreh. Das sehe ich nicht mehr. Nochmal so. Dass der da vorne hängen bleibt. Da. Drei, dreh rum. Scheiße. Ich glaube, der erste. Ich gehe mal ein Stück höher. Nee, das ist Quatsch. Kann ich mich da umgucken drinne? Was ist das? Okay, ich check's nicht. Ich check's nicht. Mal wieder. Gucken wir uns nochmal die andere Seite an. Sowas. Wow, wow, wow. Mach doch mal keinen Scheiß. Ey, ist das gruselig. Setzen. Aussichtsfenster beschädigt Modul, dem Vakuum des Weltraums ausgesetzt. Intakt, keine strukturellen Schäden. Schadensbericht zur Sonden. Orbitalkanone, mehrere strukturelle Schwachstellen entdeckt. Schaden an Modulen wird ausgewertet. Moment mal, ich muss mal da drüben. Nein, nochmal. Ey Leute, das ist mir zu hoch, ohne Flachs. Ich verstehe es nicht. Ich bin zu dumm dafür. Oh. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Evans Jaro sagt, es gab ein Problem mit der vorgeschlagenen Energiequelle, weshalb darum gebeten wird, die Sondenorbitalkanone nicht abzufeuern. Ich hoffe doch sehr, dass du mich nur auf den mechanischen Arm nehmen willst. Ich wünsche, es wäre so, mein Freund. Sie sind sich nicht sicher, ob sie das Problem beheben können, weshalb die Sondenorbitalkanone bis auf weiteres stillgelegt wird. Sage Private und Mallow bitte, sie sollen von der Kanone zurückkommen. Mein Ehemann und ich werden für den Moment bei der Fertigungsanlage verbleiben. Neuigkeiten. Mel und ich werden uns dir und Des anschließen. Private hat sich verabschiedet, um ihren Bruder zu besuchen. Sie hat Angst. Idaea könnte sich dafür verantwortlich fühlen. Ey Leute, ich check's nicht. Ich check dieses Spiel nicht. Ich weiß nicht, was es von mir will.
Also ja, hier kann ich irgendwie mit der Kugel starken Schüssel machen. Jetzt verschwindet das wieder. Wenn ich das da reinsetze, kommt was Neues. Ist anscheinend die Kanone. Kommt hier jetzt auch was raus? Da schießt sie irgendwas raus. Ist dann kaputt gegangen. Beginne Startaufzeichnung. Sonden-Orbitalkanone. Startanfrage erhalten. Sondenstart erfolgreich. Sonden-Nachführungsmodell. Empfängt Daten von der Sonde. Warnung: strukturelle Integrität der Sonden-Orbitalkanone wurde beim Start beeinträchtigt. Schäden an verschiedenen Modulen übermittelt. Ja, das ist also das, was wir immer sehen am Anfang, dass hier eine Sonde hochgeht. So. Da ist die Kanone, da ist irgendwas anderes. Aha. Vor 14 Minuten und 59 Sekunden Anfrage zur Sondenstartfreigabe vom Projekt Zwillingsachse. Wenn ich jetzt hier nochmal lese, vor 15 Minuten und 2 Sekunden. Das heißt, vor... alles klar. Kanone mit zufälligen Sondenflugbahnen ausgerichtet, Gravitationsfeld aktiviert. So, und was ist, wenn ich das jetzt da hinten weitermache? Müssen wir mal sehen. Kleinen Moment. So, meine Tochter war gerade im Raum. Aber hier passiert doch nichts. Was mache ich denn hier? Auch nichts. So, was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Idee, Leute, was dieses Spiel von mir will. Nicht mehr viel Treibstoff. Das heißt, ich sollte jetzt langsam rausfinden. Ah, ich sehe aber auch, wir haben die Stunde. Da war was kaputt. Na komm, ein gucken wir uns noch an hier. Oh, draußen. Ist wahrscheinlich nicht so klug. Dann können wir uns das ganze Teil nochmal von außen angucken. Das war der, wo es zerbrochen war, ne? Was denn, wenn ich jetzt hier... Nichts. Geschwindigkeit angepasst. Ja, ja. Ey, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich sag das immer wieder. Wisst ihr, wie komisch das ist? Ein Spiel zu spielen, ohne wirklich zu wissen, was man hier macht? Ist wie Minesweeper. Vielleicht sollte ich versuchen, in den Schissel noch zu kommen, der da lang fliegt. Das versuche ich jetzt noch. Nee, da komme ich nicht hin. Treibstoffuntergrenze. Okay, ich werde verrecken. Das heißt, Leute... Ich werde jetzt einfach auf den Planeten abschmieren. So. Ich habe keinen Treibstoff mehr. Was soll ich denn jetzt machen? Hä, wo bin ich denn jetzt hier? Treibstoff aufgebraucht. Da will mich da mal reinschubsen, aber da ist ja nichts. Okay, ich werde jetzt so peu à peu verrecken, weil ich auch nicht weiß, wo mein Schiff ist. Mein Schiff in 2 Kilometern Entfernung. Was war das denn? Okay. Also werde ich jetzt einfach mal verrecken.
Enge Kiste, verwende Sauerstoff deines Raumanzugs auf kluge Weise. War sogar ein Erfolg. Leute, das soll es erstmal gewesen sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich sogar noch einen dritten Part mache, weil dieses nicht zu wissen, was man hier überhaupt tut. Der Vergleich mit Minesweeper stimmt. Also irgendwie hat mich das Spiel auf eine gewisse Art und Weise. Andererseits verstehe ich es nicht. Da oben. Da geht sie kaputt und schießt das Ding ab. Immer zu dem Zeitpunkt. Also das ist jetzt das, was wir wissen. Da ist eine Sonde. Die wurde abgeschossen. Diesmal ziemlich nah. Erzählt er mir noch irgendwas Neues wieder? Nein. Und ich würde sagen, wir sehen uns im dritten Part vielleicht wieder. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist es cool, aber auch irgendwie macht es mich fertig. Ich wünsche euch was. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.